Ich habe die Lüge gekauft, die der Feind versucht hat, mir zu erzählen. Und zwar, dass sie faul sind und dass sie nichts hinbekommen. Der Heilige Geist hat mich überführt und mir Folgendes gezeigt. Und zwar, da muss etwas auf dieser Generation liegen. Sonst würde der Feind nicht alles daran setzen, ihre Identität, ihre sexuelle Identität, ihre moralische Identität so massiv anzugreifen. Ganz kurz, ich weiß nicht, ob es dir auffällt, in was für einer Zeit wir leben und was alles Verrücktes auf diesem Planeten passiert, um dieser Generation alles zu nehmen, wozu sie eigentlich designed, erschaffen worden sind, und zwar davon zu erzählen, wie wunderbar Jesus ist. Und deine, ich sag dir ganz ehrlich, deine und meine Aufgabe in dem Ganzen ist es, uns zu fragen, kaufe ich die Lüge des Feindes und mache mich eins damit und sage, hey Mann, die sind faul und die kriegen gar nichts hin? Oder bin ich die Person, die sie daran erinnert, was Jesus ihnen für eine Identität gegeben hat? Und das nicht mit Ablehnung und das nicht von oben herab, sondern mit Liebe und mit Annahme. Zu wem gehöre ich? Bin ich Teil des Problems oder bin ich Teil der Lösung?